voices in my head. Sounds like they're calling my name. A heavy hand is shaking my bed. I'm waking up and I feel the strain. I'm feeling pushed again. Go where everyone goes. Why should I do what everyone does? I don't like it when you get too close. I don't wanna be under the thumb. I'm feeling pushed again. Confused when you start to talk. I'm feeling pushed again. Feeling pushed again. I'm feeling pushed again. Why can't you just leave me alone? You're dragging me right to the edge. Gotta go when you drop my rope. I don't know where the good times went, 'cause I'm saying gonna break. Sway me, sing happy birthday. Why can't you just leave me alone? Sunny tune is a faithful friend. Turn the lights up, I'm not home. I just want this pleasure to end. Wir sind jetzt Backstage hier. Wir haben gerade gespielt in Italien, das heißt die Hosen natürlich. Und sie sitzen hier irgendwo. Ich gehe mal hin zu Campino. Ich glaube, er wollte mich auf die Bühne holen, aber die Bullen sind da. Campino, guten Tag. Hallo, was ist los? Ich habe gehört, ich habe keine Drogen genommen. Nein, nein, nein. Die anderen kenne ich nicht. Wie sieht es denn hier aus? Wir wollen endlich mal sehen, wie es aussieht bei den Hosen nach dem Konzert. Ja, hier, alle Klischees werden bedient. Wiener Schnitzel, Bratkartoffeln wahlweise. Ich habe mir extra für euch einen neuen Morgenmantel zugelegt. Der sieht auch total sexy aus, sehr schön. Geil, oder? Kleines Problem. Ich habe gehört, du wolltest mich auf die Bühne holen. Ich habe es nicht gerafft, weil du hast gesagt, da kommt jetzt ein Prominenter durch die Tür. Ja, ja, ist ja. Da gemeint? Nee, da war überhaupt niemand gemeint. Ich wollte nur, dass sich alle umdrehen. Da hat sich aber niemand umgedreht, aber ich wollte einfach nur mal gucken, wie sieht das Publikum von hinten aus? Alles klar. Meistens klappt's, aber diesmal klappt's nicht. Aber morgen ist letztes Konzert, Terminchen dran. Wenn ich dich rufen wollte, dann werde ich sagen, da kommt gleich ein Loser durch die Tür. Dreht euch mal alle um. Und dann, wenn sich dann alle umdrehen, wenn du dann durch die Tür kommen könntest, wäre gut. Okay, sollen wir das morgen machen? Wir machen du sagst, da kommt ein Loser jetzt durch die Tür und ich komme nach vorne. Okay. Versprochen? Ja, wir gucken mal, okay, was dann für eine Tür das. Morgen gibt. Wir gucken, was für eine Tür gibt. Alles klar. Wollt ihr noch was loswerden? Zum Schluss noch was sagen? Wölli, du hast noch gar nichts gesagt. Sag mal was. Was soll ich Bock sagen? Mehr? Ich hab alles gesagt. Kommt morgen ein Loser durch die Tür und dann schauen wir weiter. Okay, dann verdrücke ich mich, ja? Danke, ihr Hosen. Tschüss.
Vertragsverhältnisse sind miserabel. Reicht es ein? Wir brauchen einen Zeitnehmer. Zu zweimal drei Minuten, jeder der will, oder? Viele Tag, sehr viele Tage für Ländertour. Campino ist noch da, Campino lebt auch noch. Alles klar? Ja, eigentlich ja. Sieht erstaunlich fit aus. Zwischendurch habe ich einen Durchhänger. Gestern hat man echt einen Durchhänger. Ja, hat man das gemerkt? Ja, wir haben nämlich hier unsere beiden Fans. Wir hatten eine halbe Stunde vorher aufgehört, aber ansonsten. Ja, ey, aber irgendwo auch, weil es hat gereicht. Das war noch insgesamt. Das sind nämlich die beiden Gewinner. Begrüß die doch mal. Das ist einmal der Sebastian, den hast du bestimmt schon mitbekommen. Ja, der ist gegen dich gefahren. Schon Snowboard. Ja, weiß ich doch. Weiß ich doch. Ganz, gar nicht verloren. Schlecht übrigens. Und hier die Cora, die haben wir auch noch nicht gesehen. Die hat auch bei uns gewonnen. Glorreich haben wir sie auserwählt. Glückwunsch nochmal. Dankeschön. Was alles ganz dabei? Ja, ich finde es klasse. Doch. Bis jetzt neben Campino zu sitzen. Ich dürfte mal kurz um Aufmerksamkeit. Ah, da kommt gerade eine Durchsage. Das ist natürlich sehr passend. Kontrolliert die Polizei. Also die Fitten weg. Ansonsten, wie sieht das heute Abend aus beim Konzert? Textsicherheit? Ich habe ja gesagt, wenn wir schon alle Leute mitnehmen, sind auch alle ein Stück verantwortlich. Weißt du, diese Haltung von dir, hier reinzukommen und sagen, ihr wart ja gestern wieder schlapp. Hier sind so viele Leute, die die Texte wissen sollten. Und dann kommt da raus, dass noch nicht mal einer Azubo konnte oder so. Was soll ich noch machen? Ich als Pädagoge bin mit diesem Haufen von Krampen überfordert. Ich habe alles versucht. Wir haben sogar, wir sind schon dran, hier eine Band zu gründen eigentlich, oder? Ja, ja. Was war der Plan? Ja, wir machen eine Coverversion von Heidi. Wir könnten die Gelegenheit benutzen, jetzt hier einen Niveauaufschwung um 100% zu erreichen. Oh, wow, wow, wow. Indem wir zum Beispiel versuchen, die Parabel unterhalb der Ebene zu beweisen, auf einem alternativen Weg. Da habe ich schließlich bei Jugend forscht damals den Bundespreis gewonnen. Na ja, klar. Wie geht es nochmal mit der Parabel? Ja, Satz des Halles und dann dritte Ableitung machen einfach. Und du machst den Graph, schaust in die anderen, siehst du halt irgendwie schon, wo die Parabel weitergeht. Also so Tiergeschichten. Das alles lässt sich natürlich prima in einem Venn-Diagramm danach nochmal erklären. Venn-Diagramm dann aber, ja. Und inzwischen kann man es halt auch computeranimiert darstellen und es wird einfach noch deutlicher dann. Also auch der Sinn dahinter wird dann selbst Laien klar. Letzter Tag der 4-Tage-4-Länder-Tour und ich kümmere mich natürlich um meinen Bus. Das ist der gelbe Bus, der gehört zu mir. Und ich will mal fragen, wie es den Leuten so geht. Sigi. Mahlzeit. Wie bist du drauf? Wie geht's dir nach den 4 Tagen? Hast du geschlafen? Also ich würde mal sagen, so wie ich hier gerade im Umfeld höre, jeder hat's gesehen, jeder hat's gehört. Wir waren live dabei. Ihr wart live dabei? Ja. Wobei? Ja, so wenig Hotelzimmer, wenig Essen und viel Spaß dabei. Kann ich dir was anbieten, weil ich habe gehört, deinem Kopf geht es nicht so gut. Nee, hier also Kinderaspirin, willst du sowas haben? Solche Dinger nehme ich grundsätzlich nicht. Wenn, dann möchtest du einen Schluck aus meiner Flasche nehmen. Gestern habe ich gehört, dass du die Gurken dem Campino angeboten hast. Ja, heute darfst du mal einen Schluck aus unserer Flasche darf nehmen. Darf ich? Ja, nimm doch mal bitte. Mensch, kann man, hat er auch da nicht reingespuckt? Ohne reinspucken. Nein, okay. Gehen. Okay, ich probiere es. Ja, Ex und Jake. Ex, nee, ist klar. Ich liebe diesen Bus. So, wir spielen jetzt hier Wahrheit oder Pflicht mit der Bettina, ne? Okay. Das ist hier gewonnen, du bist ein Fan. Großartig. Und zwar, ja, wir sind hier gut drauf im Bus. 4. Tag und wir können noch immer. Und zwar, wie in meinen alten Zeiten heißt es, wir stellen uns gegenseitig Fragen und wenn wir nicht antworten wollen, dann müssen wir was ganz Fieses machen, ja? Mhm. Diesmal ist es aber was Nettes, weil der, die Fragen nicht beantworten will, würde ich sagen, muss Sigi küssen. Sigi ist hier der Turbus-Macho sozusagen. Ja, der ja? Ein bisschen korpulent, aber ganz sympathisch und ziemlich viele Tattoos, okay? Ja. Okay. Er hat auf jeden Fall Mut zur Lücke, der Sigi. Die erste Frage von mir, ja? Ich fange an. Okay. Erzähl mal das erste Mal, wie war der erste Sex? Ich küsse Sigi. Sie küsst Sigi! Jawohl! Jawohl! 3, 2, 1. Hey! So, 2 Stunden später. Hey. Hey, jawohl! Wie sieht's denn aus? Bist du dran oder ich? Du bist dran. Wir spielen gerade Super Cabrio, übrigens Quartett. Das ist ganz toll. Womit fange ich denn an? Drehzahl. 7400 U-Min. 8200. Ich habe einen Ferrari. Du hast einen Ferrari? Ja. Du Schwein. Beim Bus sind ja auch tierisch prominente Leute. Zum Beispiel der Sänger von den Prinzen ist auch da. Hallo. Hallo. Du musst ein Schwein sein in dieser Welt, das weißt du doch, ne? Sind wir nicht alle Schweine? Alle Schmutz. Zum Wohl. Zum Wohl. Oh. Mmh.
Es schmeckt mir noch immer nicht. Noch immer nicht? Nein. Dann machst du was falsch. Ich hasse Altbier. Tobi hier mit den Hosen backstage in Davos. Andi ist da. Campino ja, da. Prügelt sich noch ein. Da bist Hallo. Du ja. Wie ist das Wertebefinden beim letzten Konzert? Textsicher? Ich bin die Sache jetzt nochmal durchgegangen ja. und bin überrascht gewesen, was da alles für Zeilen noch vorkamen, die ich vorher meines Erachtens noch nie gehört habe. Aber jetzt sitzt, also ich glaube, ich mache heute keinen Fehler. Richtig so. Wir filmen natürlich alles. Andi, du glaubst an Campino? Natürlich, ich glaube immer an Campino und ich bin froh, dass es alle geschafft haben bis Davos überhaupt. Also ich dachte, die einen oder anderen geht uns auf dem Weg hierhin verloren, aber es sind alle sicher yes. angekommen. Ne? Wir sind heiß. Dann machen wir jetzt was ganz Tolles, einen Special-Effekt. Wir schnippen jetzt nochmal und dann sehen wir sofort das Live-Material. Mit euch auf der Bühne. Ist das nicht toll? Ich mein, Campino, das kannst du so gut. Schnipp nochmal. Jetzt nochmal. Du kannst das alles, oder? Du machst ja auch Videos und so. Singst ja. du doch. Ja? Klappe. Oh Gott, Hosen auf der Bühne und vielleicht auch ich. Los. Geht nie wieder zum FC Bayern! Schon angeklopft von die Jungs aus Manchester. Und ich hätte auch schon für Deutschland gespielt und wär mental topfit. Und Uli Hoeneß würde bei mir auf der Matte stehen. Ich habe Bayern nicht dürfen, was für mich nicht in Frage kommt. Sich bei so Leuten wie den Bayern seinen Charakter nur mal klarstellen, damit man uns richtig versteht. Wir haben nichts gegen München, wir würden nur nie zu den Bayern sein. Ist das Leben nicht viel zu schön, sich selber so wegzuschmeißen und zum FC Bayern zu gehen? Einen Vertrag zu unterschreiben bei diesem Scheiß. Lass uns jetzt beide keine Fragen stellen, weil keine Antwort für uns passt. Mit dir hab ich dieses Gefühl, dass wir heute Nacht sterblich sind, egal was uns jetzt noch geschieht. Ich weiß, dass wir unsterblich sind. Wir könnten auf einer vollen
auf einem Dach hörst balancieren. Unsere Augen wären zu und wir zählten bis 10. Es würde uns trotzdem nichts passieren. Denn mit dir hab ich das Gefühl, dass wir heute Nacht unsterblich sind. Egal was uns jetzt noch geschieht, ich weiß, dass wir unsterblich sind. Gegenseitig leicht gemacht, sitzen auf einer Wolke und stürzen nie ab. Hier geht's uns gut, denn wir sind auf der Flucht.